Hallo meine Lieben, willkommen zum heutigen neuen Video hier auf meinem Channel und heute ist das erste Video, in dem wir uns aus einem Jahrzehnt den kompletten Look quasi mal anschauen. Von Haare über Make-up, vielleicht auch so ein paar gesellschaftliche Hintergründe, warum, wie, was, wo, so ist, wie es halt ist. Und wir starten mal wieder mit 1910. Ich habe ja schon mehrere Make-up und Haarvideos hochgeladen, wo ich eben die Looks, die Art sich zu schminken, die Art Haare zu machen und so weiter und so fort davon erzähle oder es vielleicht auch erkläre, und das ist meistens der Bereich oder der Zeitraum von 1910 bis 1960, und heute geht es wie gesagt um 1910. Haare, Make-up, Mode, alles mit dabei. Kurz noch eine kleine Bitte: ganz viele meiner Zuschauer, sehe ich immer wieder in den Analytics, sind keine Abonnenten. Mir hilft es als Content Creator, als YouTuber sehr, wenn die Leute, die regelmäßig meine Videos anschauen, auch als Abonnent hier quasi mit dabei wären. Deswegen würde ich jeden von euch bitten, der ab und zu mal ein Video anschaut, der vielleicht dieses Video heute auch cool findet, lasst bitte ein Abo da, das hilft mir persönlich sehr weiter. Und dann würde ich sagen, legen wir jetzt einmal los. 1910 oder ein Jahrzehnt ab 1910 haben wir noch eine Klassengesellschaft mit sehr großer Kluft zwischen Arm und Reich. Erstmal optisch unterscheidet natürlich vor allem die Mode die verschiedenen Gesellschaftsschichten. Abgesehen von Kleidern sind hier auf jeden Fall auch sehr nennenswert die Hüte. Noch zusätzlich erschwert der Krieg, der ab 1914 wütet, unter anderem den Import von Stoffen. Für wohlhabende Männer gibt es Barbiere, für Frauen, egal welcher Gesellschaftsschicht, gibt es keine spezifischen Friseure. Der Trend liegt nach wie vor bei langen Haaren, und da es eben auch niemanden gibt, der professionell Haare abschneiden kann, wächst das Haar einfach immer weiter und weiter. Der Trend, das Haar sehr stark toupiert und voluminös zu tragen, geht zurück. Das lange Haar wird nun als Dutt oder Chignon getragen. Offenes Haar ist nur bei Kleinkindern okay, ansonsten aber überhaupt nicht toleriert. Man wäscht das Haar nur sehr selten und benutzt U-förmige Haarnadeln, um die Dutts und Chignons festzustecken, und lockt das Haar mit am Herd erhitzten Lockenstäben oder Brennscheren. Wie vorhin schon mal erwähnt, wird auf die aufwendige Frisur auch gerne ein Hut gesetzt. Und hier kann man quasi den gesellschaftlichen Status der Hutträgerin ablesen. Je größer, eleganter und außergewöhnlicher der Hut, desto vermögender ist die feine Dame. Verziert werden diese Hüte mit Blumen und Federn. Die Mode dieser Zeit ist zwar sehr stramm, aber auch sehr feminin. Der Saum des Rocks umspielt die Knöchel. Knöpfe findet man praktisch an jedem Kleid. Die Silhouette ist äußerst kurvig und das Korsett liegt in dieser Zeit in seinen letzten Zügen. Die Mode gewinnt über Einflüsse aus Fernost, außerdem über die Jahre immer mehr und mehr an Farbe und auch an verschiedenen Mustern. Paul Poiret, der als erster Modeschöpfer auf die Idee gekommen ist, seine Entwürfe in Form eines Modealbums zu veröffentlichen, entwarf nun erstmals Kleider, die ohne Korsett tragbar waren. Seine Entwürfe waren für die damalige Zeit revolutionär. Er propagierte sogar Hosenröcke, die bis zum damaligen Zeitpunkt aber nur bei Radfahrerinnen akzeptiert wurden. Für die Arbeiterklasse ist ein unbeschwertes Einkaufen dieser neuen Kleidung aber nicht zu denken. Sie können sich einen Besuch im Kaufhaus schlichtweg nicht leisten. Hier wird geflickt und gestopft, und es werden allerlei Vorkehrungen getroffen, um seine Klamotten vor Beschädigungen und Flecken zu schützen. Zum Beispiel durch Schürzen oder auch durch Überzieher für die Ärmel und so weiter. Außerdem ist die Zeit des Make-ups nun angebrochen. Zwar gab es Schminke an sich schon vorher, doch nun ist es in Kaufhäusern ganz offen zu kaufen, ohne dass man dafür in Verruf gerät. Trotzdem verlangt es das natürliche Schönheitsideal, dass Puder, Rouge und Co. zwar fleißig, aber trotzdem in Heimlichkeit aufgetragen werden. Man möchte nämlich den Schein wahren, dass man die Kosmetik gar nicht nötig hat. Auch gesellschaftlich findet ein Umbruch statt. Bisher waren klare Grenzen zwischen Männern und Frauen und ihren Platz in der Gesellschaft gezogen. Doch durch den Mut und das Engagement der Suffragetten gewinnen die Frauen nun mehr und mehr an Stimme, auch wenn es noch viele Jahre dauern wird, bis Frauen von ihren Männern nicht mehr im Alltag und rechtlich bevormundet werden. Coco Chanel bricht auch in der Mode die geschlechterspezifischen Grenzen auf. Sie lässt sich für Damenmode von bisher typischer Männermode inspirieren und bringt damit etwas völlig Neues hervor. Zum Beispiel Hosen und gestreifte lose Oberteile mit Gürteln in der Taille und wadenlangen Röcken. Das war die kleine Reise durch die
Mode, durch die Haartrends, Make-up-Trends, durch die, man könnte sagen, Beauty- und Modegeschichte der 1910er Jahre. Ich hoffe, es war ein bisschen interessant für euch. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und schreibt in die Kommentare, was euch noch spezifisch vielleicht ein bisschen mehr interessieren würde. Und ja, ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.